Hallo und herzlich willkommen hier in den Räumen des 1. FC Lokstendals anlässlich des Pressegesprächs zur Vorstellung der Detailsachen zum Kreispokalfinale 2013-2014, welches hier am 21.06. in Hölzen stattfinden wird. Und da der KV-Anfang dies Jahr 20 wird, haben wir uns gedacht, machen wir ein schönes Wochenende-Event draus. Und so wird am 22.06. ein Traditionsspiel stattfinden, wo wir gleich mehrere Details bekannt geben werden. Zunächst möchte ich einmal die Ehrengäste vorstellen, die hier links vorne sitzen. Ich beginne mal zu meiner Linken, Katrin Kunert, Mitglied des Bundestages. Zu meiner Rechten der Schirmherr, Herr Hans-Georg Moldenhauer. Und unser Präsident des KV Alba Ost, Werner Meitschi. Als wir vor gut 6 Wochen hier saßen, haben wir das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile sind es noch genau 10 Tage bis zum 21.06. In diesen 6 Wochen hat sich einiges getan. Herr Moldenhauer, wo wir jetzt hier saßen, wussten Sie noch nicht. Ja. Ob Brasilien oder Stendal, können Sie das Geheimnis lüften? Die Entscheidung ist gefallen. Ne? Ich sollte morgen fliegen, ja, aber naja, wir haben uns dann entschieden, aus vielerlei Gründen heraus, lieber hier zu bleiben und ein schönes Publikum zu machen. Und es macht auch nur Spaß, muss ich sagen. Ich will jetzt hier nicht hochstapeln, um die beiden Veranstaltungen gegeneinander abzuwägen. Aber es ist schon eine prima Sache und wir arbeiten ja schon mehr und weiter zusammen an dem Thema. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Spiel abgesagt habe. Ich glaube, ich habe Ihnen das schon mal gesagt. Ich hatte auch mal so eine ähnliche Veranstaltung in Kinburn, das war vor dem Endspiel in Tokio. 2-2, da spielte Deutschland gegen Brasilien im Finale. Da hatte ich auch 30 Kinder eingeladen. Ich wusste nicht, dass sie ins Finale kommen. Die Kinder haben gewonnen. Und da bin ich auch bei den Kindern geblieben. Allerdings muss ich immer wieder sagen, ich war vorher schon 14 Tage da. Also das war nicht ganz so schlimm. Und diesmal ist es allerdings eine Entscheidung für mich, dass ich also mit meiner Familie hier bleiben wollte, Straße in Brasilien. Ich hoffe, sehr schöne Spiele zu sehen. Schönes Turnier hier, schönes Wochenende in Stendal mit Patrick Ewing und mit einem Erfolg sowohl hier als auch in Brasilien. Ja. Das freut uns natürlich sehr, dass Sie am 21.22. hier im Stendal Hölzen verweilen. Wir hatten ja über mittlerweile fast ein Jahr regen Kontakt, wo wir uns ausgetauscht haben. Wie gesagt, wir werden nachher nochmal einige Details bekannt geben, was denn der Austausch gebracht hat, weil besonders in der Sonntagsaktion mit der Traditionsmannschaft. Da hatten Sie uns ja auch mit Adressen zum Beispiel oder mit Kontakten zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Zu meiner Linken, Katrin Hundert. Ich überlege, Schönhausen fällt mir ein, Bismarck. Wo waren Sie noch überall dabei? Solche Verbindungen haben Sie gerade gehabt. Ich glaube, mein erstes, welches ich aktiv miterleben durfte als Zuschauerin, war in Ümmingen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich die Havelberger Fußballer kennengelernt in Berlin bei dem Projekt für den Goldenen Stern des Sports. Und seitdem ja, bin ich regelmäßig Gast, bringe mich ein, wo ich kann und finde, ohne Stendal oder ohne so eine Aktivität wie in Stendal kann es Brasilien nicht geben. Genau hier unten werden Grundlagen gelegt für Kinder und Jugendliche, für den Fußball. Und deshalb kann man das sagen, ohne Stunde zu uns sein. Da sind wir schon beim Thema Jugendfußball. Sie beteiligen sich aktiv an diesem Pokalfinale und zwar findet ein Jugendturnier statt, wo praktisch die teilnehmenden Mannschaften mit ihrer Jugend vorbei oder ein Turnier ausspielen. Da haben Sie die Patenschaft übernommen. Wie kam die Patenschaft und mit welchen Gefühlen gehen Sie an dieses Jugendturnier? Ich habe ja in den vergangenen Jahren die Mädchenfußball Altmark-Wörde-Liga finanziell unterstützt und da sie jetzt nach Magdeburg verlegt wurde, hatte ich sozusagen Kapazitäten frei. Und sie haben mich ja gefragt, ob ich mich auch finanziell einbringen kann und habe gesagt, natürlich, ich bin zwar aktive Leichtathletin, ich finde aber Sport insgesamt und auch den Fußball muss man vor Ort fördern. Und deshalb habe ich gesagt, ich finanziere sehr gerne dieses Jugendturnier und freue mich auf das, was da kommt. Schade allerdings, dass wir keine Mädchenmannschaften zustande gebracht haben. Sie wissen, mir liegt der Mädchenfußball auch sehr am Herzen. Und daher freue ich mich aber auf das Turnier mit den Jungs. Vielen Dank auch dafür. Werner Meitschen, Präsident des Kreisfußballverbandes. Mit welchen Gefühlen oder welcher Vorausschau sehen Sie denn praktisch den 21. entgegen? Tja, wenn ich den 21. im Kalender sehe mit den Pokalendspielen in Stendal, habe ich ein sehr gutes Gefühl.
Ich denke, wir werden hier Endspieler sehen im Kreismaßstab, die wir bisher von der Organisation in dem Umfang als KV noch nicht hatten. Bisher haben wir die Veranstaltung immer an Vereine des Kreises vergeben. Diesmal machen wir das selber, haben ein tolles Org-Team gebildet, die alles vorbereitet. Und aus diesem Grund bin ich dort voller Zuversicht, dass wir hier recht schöne Fußballtage haben werden. Wenn das Wetter mitspielt, dann ist das richtig schön. Und ich bin mir sicher, dass wir hier viele Zuschauer haben und viel Spaß haben. Wir hoffen alle, dass, wie gesagt, der Spaß am Winter nicht zu kurz kommt, dass das Wetter uns heute ist wie in den letzten Jahren. Eigentlich hatten wir, wenn ich mich an die letzten Veranstaltungen, immer Glück mit dem Wetter. Wir hoffen, dass es auch in 10 Tagen so sein wird. Aber das ist einer der wenigen Sachen, wo man nichts dran drehen kann. Kommen wir jetzt mal zum Detail. Am 21.06. haben wir 2 Pokalspiele an dem Tag. Einmal das Kreispokalfinale zwischen der Vertretung der zweiten Mannschaft vom Luring SV, welche sich im Halbfinale gegen den Schönberger SV mit 1:3 durchsetzte. Sie trifft auf die Mannschaft vom Osterburger FC, die auch vor kurzem in die Kreisoberliga aufgestiegen ist und das Halbfinale in 2:8 siegreich in Sandau gestalten konnte. Das Altmark-Pokalfinale um 16 Uhr bestreiten an dem Tag die Vertretung aus der Landesklasse, einmal von Germana Tangerhütte, welche sich im Halbfinale in der 92. Spielminute zu einem Unentschieden durchkämpfen konnte und dann nach Verlängerung 3:1 gewann gegen Warnau. Germana Tangerhütte trifft auf die Vertretung vom SV Blau-Gelb-Goldbeck, welche auch einen Krimi hatte, und da fand der Krimi diesmal in Krevese statt. Und auch da war es sehr knapp und Goldbeck schlug Krevese mit 1:0. Und wie ich gehört habe aus Goldbecker Kreisen, war da wirklich danach bei manchen Trainern und Spielern die Beine sehr schlottrig. Aber man war eben sehr glücklich, überglücklich, das Finale im Stand erreicht zu haben. Ich habe eben schon die Anstoßzeit des Altmark-Pokalfinales bekannt gegeben um 16 Uhr, wie es in den letzten Jahren bereits auch war. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, ab um 12.30 Uhr das Stadiongelände zu betreten. Also Einlass wird an dem Tag um 12.30 Uhr sein. Gegen 13.15 Uhr werden denn die Mannschaften das Spielfeld betreten und gegen 13.15 Uhr wird auch ein Bühnenprogramm beginnen. Wir haben mehr denn je darauf geachtet, dass wir an dem Tag die Familie im Mittelpunkt stellen wollen. Das heißt, wir werden ein Bühnen- und Familienprogramm anbieten, wo wir hoffen, dass jede Altersgruppe und jedes Geschlecht angesprochen wird. Wir hatten bereits in den letzten Jahren immer darauf geachtet, Kinder und ein bisschen was für Frauen dabei zu haben. Diese Sache haben wir dieses Jahr noch ein bisschen fokussiert und hoffen auch da entsprechende Zustimmung bei den entsprechenden Frauen und älteren Herrschaften oder auch Kinder zu bekommen. Das heißt, an dem Tag wird der MDR vor Ort sein und von 13.15 Uhr bis 19 Uhr, Anführungsstriche, beim normalen Verlauf ohne Verlängerung, sollte es Verlängerung geben, wird es länger sein, ein Bühnenprogramm präsentieren, was sehr abwechslungsreich sein wird. Sonntag soll mehr das 20-jährige Jubiläum im Mittelpunkt stehen. Also vor gut oder im Ende März 1994 hatte sich in der KV Altmark Ost gegründet aus dem damaligen Kreisfußballverband Osterburg, Havelberg und Stendal. Es war noch ein paar Monate bevor überhaupt die Kreisgebietsreform war. Damit hat also der KV Altmark Ost eine kleine Vorreiterrolle, so wie wir es mal mit dem kleinen Zwinkern im Auge sagen. Die Sache soll am Sonntag so praktisch umrahmt werden, dass wir die Vereine angeschrieben haben und gesagt haben, lieber Verein aus Seehausen, Goldbeck, Tangerhütte, Sprenger, Uetz, Rieben, Havelberg, Schönhausen, Seehausen. Schlagt mal jemand vor, der die 20 Jahre bei euch im Verein geprägt hat. Und der gegen eine Mannschaft spielt, die sich zusammensetzt aus dem ostdeutschen Fußballbereich, wo Größen bei sind, die Nationalspieler waren, Bundesligaspieler waren, Überligaspieler waren,
bis hin Europapokalsieger oder bis hin 74 im Spiel Deutschland gegen DDR bei der WM bei waren. Darauf gab es natürlich regen Zuspruch von den Vereinen. Es wurden viele Spieler vorgeschlagen, auch namhafte Spieler dabei, die sehr hochklassig waren, wie zum Beispiel Henry Berg oder Markus Hoffmann, Mike Länge, Ronald Schmidt, aber eben auch von kleineren Vereinen wie aus Grüden oder aus Kleinschwächten, Sven Behrendt oder aus Werben, Lars Deutschle. Die NOV-Auswahl an dem Tag, da hatten wir ja in letzter Zeit immer damit geworben, dass wie gesagt ehemalige Nationalspieler, Bundesligaspieler und Oberligaspieler an dem Tag auflaufen werden. Die hatten auch schon ein paar Namen genannt. So wie der Spielerkader praktisch jetzt hier draufsteht, sind das Stand heute die Namen, die zugesagt haben und die bereits, wo wir Kenntnis haben, wann die Anreise stattfindet und ja, welche Position oder welche Trikotgröße wurde auch schon mitgeteilt. Ich würde gerne mal den Spielerkader einfach mal vorlesen und vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wo dann die entsprechende Person herkommt, falls der eine oder andere nicht geläufig ist. Herr Wolf von Seewing ist ja jedem bekannt wahrscheinlich. Große Zeit mit FCM, Torschütze, 2-0 im Europapokalfinale gegen AC Milan, damals in Amsterdam. Jörg Heinrich, auch vielen bestimmt bekannt aus seiner Dortmunder Zeit, damals dennoch für 25 Millionen nach Florenz gewechselt, teuerster Transfer. Champions League-Sieger, Jörg Raab, bekannt aus Jena. Roy Preger, auch oft hier in der Region, bekannt aus Wolfsburg. Ein sehr aktiver Mensch, mit dem wir auch vor 2 Wochen einen Videodreh gemacht haben, der ab morgen auf der LED-Wand in der Arneburger Straße gezeigt wird. Da haben wir jetzt also einen neuen Videodreh praktisch produziert, der in der Arneburger Straße gezeigt wird und am Monatfest. Weitere Fragen? Das Fußballwochenende wird ja von der Hansestadt Ständer und vom Landkreis unterstützt. Ein Wunsch des KV war ja, dass die Anzeigetafel, die bei Lok seit Jahren desolat und nicht in Aktion ist, nochmal überprüft wird. Dadurch, dass die Technik jetzt ausgebaut ist, ist das ein gutes Zeichen oder was bedeutet das? Auf jeden Fall ist es weg, ne? Gibt es da eine Information? Also hier vorne wurde ja eben schon genannt, es schafft keiner, die Technik hinzukriegen, die Anzeigetafel. Wie schon gesagt wurde, die Anzeigetafel ist schon seit Jahren im nicht funktionsfähigen Zustand. Auch da haben wir positive Signale vom Tiefbauamt bekommen. Wie man sieht, die Anzeigetafel ist gegenwärtig ausgebaut. Und Stand von 3 Wochen ist, dass das Tiefbauamt alles daran tut, dass die Anzeigetafel an dem Tag wieder funktionsfähig ist. Und versprechen konnte man da nichts, aber die Signale waren sehr positiv. Also da gab es schon Angebote, die eingeholt worden sind. Und dass man dann ab dem 21.06. die Anzeigetafel auch langfristig wieder nutzen kann. Auch in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal die Zusammenarbeit mit der Stadt, auch mit dem Landkreis und mit Lok Stendal positiv hervorheben. Was natürlich hier am 21. und 22. über die Bühne geht, ist ein Novum für viele. Es gab natürlich auch kritische Gespräche, aber trotzdem möchte ich die kollegiale Zusammenarbeit mit allen hervorheben. Und man konnte dann stets immer einen Konsens treffen, der eigentlich zur Zufriedenheit aller. Also ob Stadt, ob es Landkreis war oder Stendal. Und wie gesagt, wir gehen alle gemeinsam die Sache mit positiven Vorfreude ran und hoffen, das bestmöglich an dem Tag umsetzen zu können. Hexen können wir nicht. Wir machen alles in unserer Freizeit, aber wie gesagt, wir hoffen, dass mehr umgesetzt wird, als nicht klappen wird. Wenn weiter keine Fragen sind, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, für die schreibende Zunft besteht jetzt die Möglichkeit, dass wir mit dem Pokal ein Foto machen, wo ich einfach bitten würde, dass von jedem Verein ein Vertreter sich zum Pokal gesellt, damit wir dann eben nochmal ein schönes Pressebild haben, was dann eben auch veröffentlicht werden kann.